Franz Kirchgatterer, Menschenrechtssprecher der SPÖ, trat als nächster ans Pult. Franz Kirchgatterer, bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Herr Finanzminister, meine Damen und Herren. Es ist hochinteressant, diese Diskussion, sehr vielfältig, und trotzdem möchte ich zwei Dinge beleuchten, die für die Zukunft unserer Österreicherinnen und Österreicher unseres Landes von Bedeutung und Wichtigkeit sind. Es ist die Arbeitsmarkt-, die Wirtschaft- und Finanzpolitik und zu Beginn dieses Jahres mit einem Paukenschlag die Steuerreform, die der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher entlastet hat, mehr Geld in Sie vielleicht nicht, aber sehr viele, vom Mittelstand bis zu den Niedrigsteinkommen, kommt mehr Kaufkraft für den Einzelnen zugute, und das ist sehr, sehr gut. Der zweite Punkt, das sind die heutigen Beschlüsse, und die nächsten Punkte sind schon vorbereitet in der Regierungssitzung diese Woche beschlossen. Das ist das neue Start-up-Programm für die Betriebsgründer, für die neuen Betriebe in einem großen Umfang, nämlich 100 Millionen, sind dafür vorgesehen, mit dem Schwerpunkt 33 Millionen Euro jährlich zur Förderung der Lohnnebenkosten für die neuen Betriebe und 50 Millionen Euro jährlich für die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft und Risikokapitalprämie. Das soll neue zusätzliche Innovationskraft für die österreichische Wirtschaft bringen. Das ist neue Kraft für unsere Wirtschaft, für die Arbeitsplätze in unserem Land und insbesondere für die jungen Betriebe eine besondere Stärkung, die es europaweit ganz selten gibt. Weiters ist vorgesehen im neuen Programm eine neue Abschreiberegelung für Investitionen. Also Investitionen werden erleichtert, werden gefördert. Eine Maßnahme, die die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, die Österreich zugutekommt. Meine Damen und Herren, das ist notwendig, weil wir einen modernen Staat wollen, einen modernen Staat, der den Bürgerinnen und Bürgerinnen eine Vielzahl von Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten bieten soll. Eine offene Gesellschaft, die Sicherheit und soziale Sicherheit bieten. Eine positive Entwicklung, die den einzelnen Menschen direkt zugutekommt. Von Verkehrswegen, Gesundheitswesen, Bildung und vieles mehr. Für die Betriebe, und das möchte ich ausdrücklich festhalten, besonders für die Klein- und Mittelbetriebe, ist die Planungssicherheit von großer Bedeutung. Rechtzeitig zu wissen, wenn Veränderungen kommen, für die einzelnen Branchen, für die Betriebsgrößen, praktikable Lösungen. Und vor allem, sie wollen rechtzeitig wissen, was trifft mich wie. Und das ist für die Zukunft und für jetzt eine Aufgabe, an die alle mitarbeiten und mitwirken sollen. Unser Vorteil ist die Sozialpartnerschaft. Meine Damen und Herren, es hat mich gefreut, dass aus fast allen Fraktionen die Bekämpfung des Steuerbetrugs in den Mittelpunkt gerückt worden ist in den Reden. Auch die legale Steuervermeidung, Konzerne, die fernab die Steuerminimierung tätigen und damit die Staaten um fast ein Drittel der Einkommen, der Steuererträge bringen. Das kann nicht so weitergehen. Und auch wir in Österreich sind aufgefordert, unsere Anstrengungen zu verstärken, mit aller Deutlichkeit dafür zu kämpfen, dass europäische Lösungen gefunden werden, um hier gleiche Chancen für alle umsetzen zu können. Meine Damen und Herren, es geht auch um die Chancengerechtigkeit unter den Betrieben, wer ordentlich und wie vorgesehen die Steuern rechtzeitig und umfassend zahlt, steht im Konkurrenzkampf zu Betrieben, die das nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. So wollen wir es nicht. Und die heutige Diskussion hat mir gezeigt, dass viele bereit sind, an einem Strang zu ziehen. Ich erwarte mir davon auch ein sehr gutes Ergebnis. Dankeschön. Mehr Innovationskraft für die österreichische Wirtschaft durch Förderung junger Betriebe sowie eine neue Abschreiberegelung für Investitionen kündigte Franz Kirchgatterer von der SPÖ an.